In unseren Schulen geht es um die Zukunft unserer Kinder und unserer Gesellschaft. Aber wie lernen unsere Kinder? Werden sie fit gemacht für die Herausforderungen der Zukunft? Viele bezweifeln das. Wenn du eben im Gleichschritt alle das Gleiche tun müssen und dafür Ziffernoten bekommen, dann wirst du funktionalisiert. Das verwundert mich immer, dass Kinder doch so resistent sind, dass sie trotz aller Reformbemühungen meistens immer noch ganz okay sind, wenn sie aus der Schule kommen. Schildkröten rechts drehen 90 Grad. Sieht so die Schule der Zukunft aus? Auch was unsere Kinder lernen, ist umstritten. Es geht darum, dass die Schülerinnen und Schüler verstehen, wie Algorithmen funktionieren, damit sie kompetent durch die digitalisierte Welt gehen können. Niemand kann sagen, wir müssen jetzt den Schülern eine digitale Bildung, weil das ist. Sie müssen in der Lage sein, für sich selbst Lösungen zu organisieren, für das, was sie jetzt gerade tun. Da müssen wir hin. Wir haben Schulen gefunden, die anders sind, als wir sie kennen. Ohne Frontalunterricht und Leistungsdruck. Schulen, die mehr sind als reine Lernorte. Es kommt aus unserem Herzen, dass wir mit unseren Kindern anders arbeiten wollen. Ich habe das Gefühl, man bekommt hier Lust, dass man lernen will, dass einem das Spaß macht. Wir haben Schule auch dort gefunden, wo man sie eigentlich nicht vermutet. Weil ich hier einfach ich sein kann und das so machen kann, wie ich es möchte. Wir ermutigen die Kinder und Jugendlichen, ganz viel zu gucken, was macht dir Spaß? Wo willst du hin? Wir haben Schulen gefunden, wo die Schüler im Team nach Lösungen suchen. Und alle lernen miteinander und helfen sich gegenseitig. Das ist das wunderschönste Lernen, finde ich. Wenn ein junger Schüler, der etwas Neues lernen möchte, einen großen Schüler fragt, kannst du mir das mal erklären? Sind das alles nur Ausnahmen von der Regel? Haben unsere Schulen die richtigen Antworten auf die großen Probleme unserer Zeit? Schauen wir einmal in das Innere einer ganz normalen Schule, zum Beispiel eines Gymnasiums. Im 45-Minuten-Takt wird dort in der Regel ein riesiges Stoffpensum in den Kopf getrichtert. Am Ende steht eine Klausur, die fertige Resultate abfragt. Das fördert den Konkurrenzgeist. In die Köpfe kommt eine Abfolge von Fächern ohne wirklichen Zusammenhang. Nicht viel Platz für eigene Ideen und Kreativität. Kein Ort für Selbstbestimmung und Selbstorganisation. Und vermutlich kein Ort zum Wohlfühlen. Also ich habe zum Beispiel das noch so gelernt, die Schule ist quasi eine Erziehungsanstalt. Ja, man soll da lernen, schön stillsitzen zu können und man soll da viel Wissen in sich aufnehmen und muss artig sein. Und wenn du nicht artig bist, dann kriegst du irgendeine Strafe. Das haben wir zum Teil unseren Kindern so weitergegeben und meine Kinder wieder ihren Kindern zum Teil so weitergegeben und sind mit dem Bild in die Schule gegangen. Franz Eichinger arbeitet als Personalberater für einige der größten Unternehmen des Landes. Konkurrenzdenken und Leistungsdruck, das sind seine Themen. Beaufsichtigen, antreiben, kontrollieren. Ja? Sonst arbeiten Menschen nicht, weil das mit einer Misstrauenskultur verbunden ist. Und ich denke, es muss sein, es muss eine Vertrauenskultur werden. Man muss Menschen was zutrauen. Das muss bei den Kindern beginnen. Das bedeutet, Persönlichkeitsentwicklung zu fördern, Kindern Freiräume zu verschaffen, die Lust zu erhalten und nicht zu unterdrücken. Also Freiräume schaffen. Die Schule ist dann eben nicht mehr ein Lerninstitut, also ein Ausbildungsinstitut. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes dann ein Bildungsinstitut, nämlich Menschen zu bilden und Menschen zu entwickeln. Also eher ein Entwicklungslabor. Solch ein Entwicklungslabor wollen wir kennenlernen. Hier in diesem Waldstück in der Altmark bei Salzwedel scheint eine Vision Wirklichkeit zu werden. Das, was die Kinder hier machen, diese 5 Tage, ist von 0 Uhr bis 24 Uhr nur Schule. Berthold Schulze ist Geschäftsführer der Jeetze-Schule. Er will Schule an anderen Orten mit anderen Herausforderungen. Wenn wir als Schule die Kinder und Jugendlichen auf das Leben vorbereiten wollen, dann sollten wir ihnen eigentlich auch
mindestens auch solche Dinge ermöglichen und sagen, macht, tut, probiert euch aus. Macht Fehler, das ist ja auch eine ganz wichtige Schicht. Macht einfach Fehler, weil das ist nachhaltiges Lernen. Das wissen die in 10 Jahren noch, dass wenn ich da nur 2 Pfosten zusammenstelle und der Wind kommt, das fällt um. Einmal im Jahr eine Woche im Wald, die Unterkünfte selber bauen, ohne Plan und Anleitung. Mehr steht hier erstmal nicht auf dem Programm. Warte. So wird hier nachhaltig gelernt. Wenn die Hütte einstürzt, sind halt alle füreinander da. Und jeder, der auch mal vielleicht mal einen schlechten Tag hat oder so. Hier, wenn wir nicht miteinander zusammenarbeiten, dann kriegen wir einfach so eine Hütte nicht fertig. Und deswegen, hier muss man lernen, zusammenzuarbeiten und jetzt nicht alleine zu arbeiten. Ich finde es auch schön, mal ohne Handy, ohne Tablet, ohne Computer, ohne Fernsehen, ohne die ganzen Sachen zu leben. Und ich finde es auch mal gut, hier direkt im Wald zu sein, weil sonst bin ich auch nicht viel draußen. Ich bin auch mal ganz viel manchmal drinne. Und hier ist man einfach den ganzen Tag draußen. Die Kids sind in der Pubertät, die wechseln gerade von Kind zu ich werde erwachsen. Und die haben so viel Kraft, die haben so viel Energie und wir setzen die in Bänke und sagen so, ihr sitzt mir jetzt schön still und schreibt mal alles das auf, was ich euch sage. Die wollen sich doch erfahren, die wollen sich da ausprobieren. Wir schnitzen oder wir reden miteinander oder wir gehen einfach spazieren und machen was miteinander. Wir lernen uns einfach alle noch mal ganz neu kennen. Was hier passiert, nennen Experten Entschulung. Das bedeutet, raus in die echte Welt. Reale Herausforderungen meistern. Lösungen finden im Team. Das ist, glaube ich, etwas, was wir unseren Schülern mitgeben müssen. Nicht das, was klassische Schule ja leider immer noch tut. Du hast die Anforderungen nicht erfüllt, 5 oder 6. Sondern, guck mal, du bist schon so weit auf dem Weg. Jetzt noch ein Schrittchen dahin. Dieses Bestärken. Am liebsten wären die Lehrer der Jeetze-Schule noch viel mehr draußen auf dem Land. Aber auch für diese Schule, übrigens benannt nach dem Flüsschen Jeetze, gelten die Lehrpläne. Auch hier muss der Stoff fürs Abitur in die Köpfe. Aber wie das passiert, ist auch in dieser Schule anders. Hier bestimmen die Schüler selbst, ob sie heute Mathe, Deutsch oder Geografie lernen wollen. Die Lehrer kennen uns ja, also jeden einzelnen Schüler. Und die wissen dann auch, ja okay, wer kann jetzt gut arbeiten und wer braucht noch ein bisschen Hilfe. Und dann geben uns die Lehrer ihr Vertrauen und sagen, ja okay, probier es jetzt alleine, ich gehe mal zu den anderen. Und dann haben die Lehrer und auch die Schüler ein ganz großes Vertrauensverhältnis zueinander, dass wir selber arbeiten können, ohne jetzt, dass die Lehrer daneben sitzen und jetzt sagen, mach, mach, mach. Wir können selber entscheiden, wie wir es machen und wie lange wir es machen. In einem sogenannten Logbuch wird Woche für Woche ein neuer Lernvertrag zwischen Schülern und Lehrern abgeschlossen. Arbeitsbündnis nennt das die Pädagogik. Am Ende der Woche gibt der Lehrer so eine Art Feedback, wie es so war. Und wenn man genug gelernt hat, kann man selber entscheiden, wann man den Test dafür schreibt. Wenn wir davon ausgehen, dass das Lernen selbstbestimmt ist, aus dem Inneren heraus, dann muss man es auch selbst organisieren dürfen, weil sonst ist ja ein Widerspruch. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler müssen die Chance bekommen, sich selbstständig ihren Wissenserwerb zu organisieren. Antje Pochte hat die Jeetze-Schule 2005 gegründet und hat sich damit einen Lebenstraum erfüllt. Eine Schule mit viel Freiheit, die es sonst nicht immer gibt. Ich habe also schon Schüler vom Gymnasium gehört, die dann gesagt haben, ich werde hier ständig beschäftigt. Ich muss den ganzen Tag abarbeiten und ich liebe Mathe, ich liebe Musik. Ich habe dafür keine Zeit, weil ich beschäftigt bin. Und dann denke ich, genau, und die Ausbeute, die ist so gering. Natürlich machen die dann ein schickes Abitur, aber schon beim Studium geht es damit los, dass sie teilweise überfordert sind, sich den Stundenplan zusammenzustellen, weil sie nie gelernt haben, wie denn Selbstorganisation geht. Und das muss Schule leisten. Schule muss den Kindern zeigen, wie Selbstorganisation geht. Unbedingt.
Starke, alltagstaugliche Persönlichkeiten durch selbstgesteuertes Lernen. Das ist das Rezept der Jeetze-Schule für die Zukunft unserer Kinder. Aber was passiert da eigentlich in den Köpfen bei dieser Art zu lernen? Das freie Lernen ist eine große Herausforderung für die Wissenschaft. Hier am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin geht man der Sache auf den Grund. We study how children spontaneously explore their environments, how they spontaneously learn. Wir erforschen, wie Kinder ihre Umwelt entdecken, wie sie spontan lernen und Fragen stellen und wie sie neue Entdeckungen machen, diese erforschen und Dinge benennen, die sie zuvor nie gesehen haben. New labels for objects they have never seen. Azzurra Ruggeri und ihr Team erforschen die Wege kindlicher Wissbegier. Die Methode ist auf den ersten Blick ganz einfach. Die Forscher beobachten Kinder beim Spielen. Guck mal, das sieht ganz anders aus als die anderen beiden, oder? Das sind meine Freundinnen, Gelb und Rot. Und wir werden uns jetzt mal anschauen, wie meine Freundin Gelb gelernt hat, wie dieses Spielzeug hier funktioniert. Unsere Spiele und Experimente sind keine Intelligenztests. Unser Ausgangspunkt ist, dass Kinder grundsätzlich klug sind, weil sie in wenigen Jahren unglaublich viel über die Welt, sich selbst und andere lernen. Der kleine Till soll sich anschauen, wie andere die Lösung für ein Spiel finden. Er lernt, einer bestimmten Person zu vertrauen, sucht sich den richtigen Lehrer. Eine gute Strategie von Kindern ist, jemanden zu finden, der ihnen zeigt, wie man die Welt entdeckt und die richtigen Fragen stellt. Die Kinder folgen dann dem Beispiel dieser Vorbilder und lernen, wie man lernt. Super, Till. High five, du hast es geschafft. Das war richtig kompliziert. Die Überraschung? Kinder können schon im Vorschulalter gute von schlechten Informationsquellen unterscheiden. Das sind Bildungsziele, die heute wichtiger sind denn je. Mündige Bürger und Bürgerinnen sein, die informierte Entscheidungen treffen können, gute von schlechten Quellen unterscheiden und relevante Informationen verstehen und einordnen können. Was würde Bildungsforscherin Ruggeri an unseren Schulen verändern? Heutzutage wollen unsere Schulen vor allem Wissen vermitteln. Das ist natürlich richtig und wichtig. Es ist aber mindestens genauso wichtig, Kindern Werkzeuge an die Hand zu geben, um die Welt nach der Schule zu meistern und ihnen zu helfen, unabhängig und kritisch zu denken. Die Idee ist, zu lernen, wie man lernt. Vor allem reformpädagogische Schulen wollen ihre Kinder so fit machen für die Arbeitswelt der Zukunft. Aber wie werden wir dann arbeiten? Diese Frage macht vielen Menschen Angst. Wie sieht sie aus, die sogenannte Arbeitswelt 4.0? Apotheker, Schaffner und Steuerberater sind dann keine Menschen mehr. Roboter und Computer übernehmen ihre Jobs. Alles wird digital transformiert. Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch. Und lernende Maschinen wollen gefüttert werden. Die Arbeitssprache der Zukunft sind Algorithmen. Manche behaupten, wer dann noch nicht programmieren kann, wird es schwer haben. Die Welt der Algorithmen. Und das bei unseren Jüngsten. Wie kann das funktionieren? Wir besuchen die Clara Wieck Grundschule in Leipzig. Jutta Schneider vom Bildungsverein Hollywood holt die Kinder in ihrem Alltag ab. Programmieren ist gar nicht so weit weg vom Kuchenherstellen tatsächlich. Weil beim Programmieren muss man auch bestimmte Dinge der Reihenfolge nach tun. Wie beim Kuchenbacken auch. Die Kinder brauchen immer etwas, wo sie auch einen Bezug dazu haben. Also nicht möglichst abstrakt Dinge zu erklären, sondern sie tatsächlich sie auch umsetzen lassen. Deshalb laufen wir mit den Kindern tatsächlich im Raum. Ich bin euer Roboter. Und ihr könnt mir jetzt Befehle geben, damit ich was tue. Bewege dich
zwei Schritte durch den Raum. Ich bewege mich mal zwei Schritte durch den Raum. Hast du dir das vorgestellt? Ja? Okay. Schildkröten rechts drehen 90 Grad. Schildkröten vorwärts ein Schritt. Genau. Schnell haben die Kinder den menschlichen Roboter im Griff und die wichtigsten Befehle verstanden, also die Programmiersprache. 3, forward left turn. Was ja ganz viele sagen, wir müssen den Schülern gar nichts mehr beibringen. Das sind ja Digital Natives, sie können ja schon alles. Das ist aber nicht der Fall. Sie können das sehr, sehr schnell bedienen. Sie wissen, da muss ich wischen, da muss ich klicken, da kann ich es anschalten und ausschalten. Aber nur weil man es bedienen kann, heißt es noch nicht, dass man es anwenden kann. Ihr könnt die Rechner aufklappen, wir machen das jetzt auch am Computer. Statt Menschen zu lenken, wird jetzt eine kleine Schildkröte programmiert und ihr so das Laufen beigebracht. Sie müssen nicht selber unbedingt Programmierer werden. Das ist gar nicht so das drängende Ziel, sondern es ist mehr, diese Welt einfach zu verstehen, hinter die Kulissen blicken zu können, um sie dann anschließend auch bewerten zu können. Verlieren sich die Kinder in der digitalen Welt? So die Sorge vieler Eltern. Das Soziale ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben jetzt auch gesehen, oder man sieht das, dass wir mit den Kindern zum Beispiel immer zu zweit an einem Gerät arbeiten, weil sie sich austauschen müssen und auch austauschen sollen. Das ist auch in der Arbeitswelt so. Auch ein Programmierer tauscht sich mit anderen aus, um seinen Code zu verbessern und zu gucken, was gibt es Neues auf der Welt. Das heißt, sie können eigentlich gar nicht alleine an einem Rechner arbeiten, sollen sie auch gar nicht. Das ist nicht die Idee. Es ist auch nicht die Idee, dass der Computer das Buch ersetzt. Das kritisieren auch viele, dass die Kinder dann nur noch mit dem Pad schreiben lernen, indem sie es mit dem Finger nachziehen. Das ist nicht die Idee. Die Medien müssen so, die Rechner müssen so eingesetzt werden, dass es ein Mehrwert ist für das Lernen. Und natürlich sollen die Kinder weiterhin mit dem Stift schreiben. Das Haptische ist was ganz Wichtiges. Die Maschinen haben wir im Griff und nicht umgekehrt. Souveränität in der digitalen Welt. Ein Rezept, um unsere Kinder fit zu machen für die Zukunft. Wir wollten herausfinden, wie wir künftig lernen müssen. Unsere Erkundung geht weiter. Wir besuchen einen Ort, wo man das Digitale zunächst nicht vermutet. Die staatliche Regelschule Warza, auf dem Land bei Gotha. Eine von 20 digitalen Pilotschulen in Thüringen. Wer hier seine Kinder zur Schule schickt, muss ihnen ein Netbook kaufen. Das Unterrichtsmaterial liegt auf einem zentralen Server. Also das nennt man Schulcloud. Da sind alle Schüler drauf, die ein Netbook haben. Und da können die Lehrer den Schülern was zuschicken. Und dann können die das öffnen und können das bei LibreOffice, so heißt so eine App, da kann man draufschreiben, können die das dann bearbeiten und so. Da kannst du auch darüber arbeiten schreiben und dann schickst du die dem Lehrer wieder zu. Will man das digitale Lernen vorantreiben, müssen alle mitziehen. Vor allem die Lehrer. Ursula Speer hat sich mit Anfang 60 die Welt der Computer erschlossen. Ich habe auch manchmal schlimm geschimpft und habe auch Sachen erlebt, hatte alles vorbereitet, wahrscheinlich ein falscher Klick und alles war weg. Das passiert man natürlich heute nicht mehr, aber es ist passiert. Und ich bin eigentlich sehr dankbar dafür, dass ich so weit eigentlich gekommen bin. Fit sein für die Arbeitswelt mit Computern. In Warza wird dieses Konzept konsequent zu Ende gedacht. In der 9. Klasse bekommen die Jugendlichen einen festen Arbeitsvertrag im produzierenden Gewerbe. Einmal die Woche müssen sie ran, in der echten Arbeitswelt. Wie hier bei Fensterbauer Velux in Sonneborn. Noch müssen die Maschinen programmiert werden, damit sie tun, was der Mensch will. In Zukunft aber werden die Maschinen immer intelligenter. Gibt es in der Arbeitswelt 4.0 überhaupt noch Platz für Menschen? Ja, denn Maschinen schaffen eben nicht alles. Ärzte, Pfleger und Lehrer bilden andere Menschen aus und machen soziale Arbeit. Darin werden sie noch lange besser sein als Computer und Maschinen. Und auch diese menschlichen Talente spielen in Zukunft eine Rolle.
gute Ideen haben und innovativ sein, sich zusammentun, im Team besser sein als alleine. Kurzum, kreative Vordenker werden auch in Zukunft gebraucht. Solch ein kreativer Vordenker ist Harald Welzer schon heute. Der Sozialpsychologe ist sich sicher, dass die Qualität unserer Schulen maßgeblich über unsere Zukunft mitentscheidet. Sind die Schülerinnen und Schüler in der Lage, Transfers herzustellen zwischen dem, was sie in einem Fach lernen, und dem, was Problemlagen in der wirklichen Welt sind? Das ist ja das eigentliche Ziel, dass man diese Verbindung eigenständig herstellen kann. Das ist ja sozusagen die Bildung von Urteilskraft, ganz klassisch gesprochen, und sozusagen die Bildung von Zusammenhangswissen. Harald Welzer will andere Schulen. Schulen, die weniger Wert legen auf formales Wissen. Seine These? Faktenwissen und Schulbildung machen uns nicht per se zu besseren Menschen. Dieser Kurzschluss, dass wenn ich mehr Bildung implementiere, dass dabei in irgendeiner Weise bessere Menschen rauskommen, der ist historisch sowas von super evident widerlegt, dass mir dieses Rufen nach Bildung, also denken Sie zum Beispiel an den Fall, wir haben jetzt Rechtspopulismus, ja, da brauchen wir mehr Bildung, ja, wir haben ökologische Probleme, ah, da brauchen wir mehr Bildung und sowas, als seien nicht genau diese ganzen Probleme hergestellt worden von Menschen, die eine hohe formale Bildung haben. Ja, auf die Idee kommt aber keiner, darüber zu sprechen, dass dies ja jetzt nicht von Analphabeten erfunden worden ist, die AfD oder Monsanto und so weiter und so weiter. Wir müssten eigentlich sehen, dass das, was wir als zivilisatorischen Fortschritt betrachten, im Wesentlichen nicht auf technische Intelligenz zurückgeht oder auf funktionale Intelligenz, sondern auf soziale Intelligenz. Mehr soziale Intelligenz. Auch das kann man lernen. Hier an der Kurfürst-Moritz-Schule in Boxdorf bei Dresden ist die Musik Mittel zum Zweck. Da lernt man ganz nebenbei, wie man richtig miteinander umgeht. Nicht jedes Kind will ja nur unbedingt ein großer Musiker werden und soll es auch überhaupt nicht. Also, aber diese Fähigkeit, gemeinsam miteinander etwas Sinnvolles zu machen, auf der Bühne zu stehen und etwas auch, sagen wir mal, unter einer gewissen Anstrengung etwas Positives zu erreichen, das ist eigentlich der Knackpunkt. Musiklehrer und Schulleiter Heiko Vogel hatte die Idee. Hier lernt nicht nur jeder ein Instrument, sondern ist auch Mitglied in einer Band. Hat sich über die Jahre also zu einem echten Highlight entwickelt. Also, dass sie sich ganz viel vornehmen, beispielsweise mit Band-T-Shirts und Ähnliches. Also, um auch zu zeigen, dass sie zusammengehören und dass sie zusammen als eine Mannschaft auftreten und etwas gemeinsam gemacht haben. The Black Eyes proben für ihren großen Auftritt. Eine von 24 Bands hier an der Schule. Morgen ist der aufregendste Abend des Jahres. Die erste Aufführung vor richtig viel Publikum. Ja, wenn ihr das genau so macht, wie ihr das jetzt gemacht habt, auch das Ende, nie verkacken. Oh, das darf man nicht sagen. Also, wenn ihr das genau so macht heute Abend, dann wird das richtig, richtig klasse. Wir haben an dieser Schule vielleicht auch, gerade wegen der Musik, wenig Probleme mit Verhaltensauffälligkeiten oder so. Vielleicht kommt das daher. Die müssen Teams bilden, die müssen zusammenarbeiten, die müssen zusammenhalten. Und das ist einfach auch das Schöne am gemeinsamen Musizieren. Der große Abend ist gekommen. Tanten, Onkel, Großeltern, die ganze Verwandtschaft strömt ins Foyer. Auch die Eltern von Theresa sind da. Viel Glück, wir drücken die Daumen. Und unser Saxophon ist? Die Sängerin ist Theresa. Hey, to leave you there. If you need me out of there, don't you ever let me down.
waren heute auch erstaunt über die Entwicklung unseres Kindes, weil Theresa eigentlich eher auch jemand ist, der sehr introvertiert ist und heute so aufgetreten ist. Also es erfüllt einen auch mit Stolz. Durch die Musik, durch diesen Zusammenhalt, durch das Miteinander Lehrer, Schüler, kommen da noch irgendwo die guten Leistungen eigentlich auch in der Schule. Ja. Dann, ich würde nicht sagen zwangsläufig, aber es macht es vielleicht allen etwas leichter. Also es geht nie immer um Push, 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 der Schüler muss, sondern der Schüler zieht sich das, was er auch gerne macht. Und ich glaube, die gehen auch jeden Tag gerne in die Schule. Also ich merke das, oder wir merken das bei beiden Töchtern. Ja. Es gab noch nie einen Tag, wo irgendwie Tränen geflossen sind, wie in der Grundschule, dass sie nie gerne hierher gehen. Unsere Kinder haben hier mehr Lebensqualität. Ja. Sie können einfach Kind sein. Und können das Leben neben der Schule oder mit der Schule genießen. Das ist das Schöne. Wir wechseln den Ort. Jena Lobeda. Mittendrin die Gemeinschaftsschule Culturanum. Die Küchenbrigade auf dem Weg zu ihrem Einsatz. Wir haben die Gruppe in zwei Teile geteilt. Eine schneidet Radieschen, die andere schmiert Brote und belegt sie auch. Man kann hier lernen, hilfsbereit zu sein und man kann auch seine Kommunikation mit anderen Leuten verstärken. Für Raphael beginnt der Schultag mit dem Frühstücksdienst. Für die anderen Dasein. Das fühlt sich gut an und das soll sie stark machen, die Schüler des Culturanums. Diese Schule will das vermitteln, was viele von zu Hause nicht kennen. Struktur, Regeln und Pflichten. Aber auch Wertschätzung. Guten Appetit. Hier am Rande der Stadt leben weniger Akademiker. Zu Hause gibt es weniger Bücher und oft wenig Interesse an Schule. Am Culturanum haben gut ein Drittel der Schulkinder einen besonderen Förderbedarf. Dass viele Probleme, die wir in der Schule haben, mit den Kindern gar keine schulischen Probleme sind, sondern dass sie die von zu Hause mitbringen und dass sie massiv am Lernen hindern. Wie schafft man hier Lernatmosphäre? Das Rezept? Die Schule startet nicht gleich mit Unterricht, sondern mit intensiver Zuwendung. Vertrauen gewinnen und Beziehungen pflegen. Empathie für junge Menschen. Damit beginnt hier der Schultag. Auch hier, ganz unerwartet, das Abenteuer des freien Lernens. Keine Hausaufgaben, keine Noten, jahrgangsübergreifend und die Methode der Selbsteinschätzung. Nein, ich gebe mir keinen Stern, weil ich nicht genug geschafft habe. Da, wo derjenige steht, macht er seine Fortschritte. Und die werden eben auch gewürdigt und nicht irgendwie schlecht gemacht oder niedergerissen, wenn ich halt mal eine schlechte Note bekomme. Das heißt ja nicht, dass ich mir nicht Mühe gegeben hätte. Ich denke, dass diese Pädagogik für diese Kinder wichtig ist, weil sie wirklich jedes einzelne Kind in den Blick nimmt. Und das ist so wichtig, dass die Kinder, die zu Hause keine oder wenig Zuwendung bekommen, hier in der Schule diese Zuwendung, die merken, also ich strahle dem Kind aus, ich sehe dich, ich sehe deine Probleme, ich sehe deine Nöte und ich will dir helfen. Und ich denke, diese Kinder brauchen es gerade. Und natürlich kann ich mich nicht darauf verlassen, dass die Eltern mit ihren Kindern in die Bibliothek gehen, Material holen. Hier bin ich als Lehrer gefragt. Die Kinder haben hier alle Freiheiten der Welt, sich selbst und ihre Fähigkeiten kennenzulernen. Man kann sich nie langweiligen eigentlich bei dem Projekt, weil es geht ja anders nicht, weil man muss ja arbeiten, weil sonst kommt man ja nicht voran. Du musst dagegen drücken.
Raphael und der ältere Fritz sind Freunde geworden beim Seifenkistenbauen. Jetzt arbeiten sie zusammen in der frisch gegründeten Schülervertretung. Da, wo Schulformen wie das Gymnasium auf Noten und Leistung setzen, erleben wir hier eine Gemeinschaftsschule. Eine demokratische Schule. Und das ist das Schöne, dass man eine Gesellschaft wahrnimmt, in der die Unterschiede gar nicht so im Vordergrund stehen, sondern eben das gemeinsame Lernen in dem Moment. Ich wünsche mir, dass ihr Schüler unsere Schule verlassen, die wir mit einer ganzen Portion Selbstbewusstsein ausgestattet haben. Dass sie gelernt haben, wie man Probleme in Angriff nimmt, wie man sie löst. Ich wünsche mir außerdem für einige Schüler, die das von ihren Eltern nicht vorgelebt bekommen, dass sie eine Arbeit finden und diese auch dann mit Freude ausführen können. Schulen, die den Sinn für die Gemeinschaft fördern. In einer Gesellschaft, die offenbar immer weniger Toleranz aufbringt für Menschen mit anderen Meinungen. Schon heute leben wir in einer Gesellschaft, in der sich Einzelne immer mehr abschotten. Die Menschen, denen es gut geht, bleiben unter sich. Für die, die nicht dazugehören, ist es eine Welt voller Mauern. Gleichzeitig wollen immer mehr Menschen bei uns leben. Hunger, Kriege und der Klimawandel treiben sie aus ihrer Heimat zu uns. Wird die Ablehnung des Fremden noch stärker werden? Und der Populismus noch lauter? Die Kinder und Lehrer der Schkola in Hartau sind auf dem Weg zur deutsch-tschechischen Grenze. Sie leben eine offene Gesellschaft. Jeden Tag. Das hier ist kein Schulausflug. Einmal die Woche wird hier die Schülerschaft ausgetauscht. In sogenannten Begegnungsklassen. Die einen gehen nach Tschechien, die anderen kommen zu uns. Das Anliegen ist, unseren Nachbarn kennenlernen, sein Leben und ihn zu verstehen. Zu tolerieren und auch zu akzeptieren. Und je zeitiger man damit beginnt, umso kleiner werden diese Grenzen, die man ja trotzdem hat. Den Alltag miteinander verbringen, das freundliche Zusammensein einüben. An der Schkola in Hartau ist das ein eigenes Schulfach. Nachbarschaft und Sprache. So will man hier gegen Vorurteile kämpfen. Diese Generation, diese Ältere, die von Tschechien hauptsächlich über Essenausflüge spricht, über Urlaube, aber auch über Kriminalität, das kennen unsere Kinder nicht. Sie lernen Tschechen anders kennen. Heute dreht sich alles um das Thema Schaf. Die deutschen und tschechischen Kinder sind seit der ersten Klasse gewohnt, dass sie zweisprachig unterrichtet werden. Wichtig ist, die Seite ist gefährlich. Důležité, tahle ta strana je nebezpečná, takže musíte všichni sem. Also müsst ihr alle nach da. Okay. Die Regel müssen wir einhalten. Nein, das ist nicht nebezpečná strana. Die ist nicht gefährlich, die Seite. Wenn ich etwas sage, die Kinder machen die Ohren auf und sagen das nach. Sie sind nicht in irgendwelchen Bahnen verschachtelt wie wir Erwachsenen. Es geht nicht darum, was hat mein Kind heute in Tschechisch gelernt, wenn die Oma fragt, sag mal was auf Tschechisch. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass die Kinder keine Angst haben, dass tschechische Kinder eben auch da sind. Das alltägliche Miteinander als Schlüssel zu Respekt und Toleranz. Hier entstehen Freundschaften fürs Leben. Wie
Wir fahren entlang der Neiße nach Ostritz. Ein weiterer Standort der Schola. Hier steht ihre Umweltmodellschule. Clara und Laura haben sich ein Naturexperiment ausgedacht. Wir haben sauberes Wasser genommen, haben das hier reingekippt. Durch die Naturmaterialien wird es dreckig, so wie in einem Bach halt. Und filtern das dann mit dem Tuch, damit es dann in das Gefäß sauber und trinkbar reinkommt. Wir wollen die Kinder mit allen Sinnen heranführen, etwas zu tun für die Natur. Wir betreiben aktiv Naturschutz. Die Kinder sollen selber in Gruppen herausarbeiten, Waldtage mit vorzubereiten. Wie können wir denn die Natur und die Tiere schützen? Und gehen da ganz viel raus, sind ganz viel unterwegs, damit sie mit allen Sinnen das wirklich begreifen und erfahren und auch selbst tun. Guck mal, hier drüben. Und wer mal genau hinschaut, da wir das auch sehr biologisch machen, wir haben die Kartoffeln dieses Jahr mal gemulcht. Es muss sich ja immer jemand drum kümmern, ne? Aber im Moment stehen sie gut und dann werden wir mal sehen, 22 Kartoffeln haben wir gesteckt und mal sehen, wie viel mehr werden ernten. In die Natur gehen und sie schätzen lernen. Ein Gespür entwickeln für ihre Vielfalt. Das sind Themen, die in der Schola ganz oben stehen. Und so schafft man schon bei den Kleinsten ein Verständnis dafür, dass unser Planet schützenswert ist. Der Klimawandel lässt die Temperaturen auf unserer Erde weiter steigen. Die Auswirkungen werden für immer mehr Menschen bedrohlich. Außerdem ist unser Planet ein ungerechter Ort. Milliarden haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. Kriege und extreme Armut machen den Menschen das Leben zur Hölle. Im globalen Maßstab gibt es einige Gewinner und viele Verlierer. Wer übernimmt endlich Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung der Menschheit? Das fragt sich auch Margret Rassfeld. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist das Herzensthema der Buchautorin und Bildungsinnovatorin. Wir treffen sie dort, wo sie einmal Schulleiterin war, an der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. Sie will Schulen als Entwicklungslabore für eine bessere Welt. Schule muss Bedeutung haben für die großen Fragen der Menschheit und dann Räume eröffnen von global denken, lokal handeln, wo du etwas tun kannst und merkst, wow, ich kann ja tatsächlich was tun, weil viele Erwachsene haben sich ja schon verabschiedet. Gehen nicht mehr auf die Straße, gucken sich das alles so an und sagen, was soll ich denn schon machen, ich kleines Würstchen. Wir haben jetzt die Kinder auf der Straße, die Fridays. Fritz ist dabei bei Fridays for Future in Jena. Im Kulturanum erklärt er seinen Mitschülern den Klimawandel und wie er sein Leben ändern will. Ich versuche nicht mehr die ganze Zeit im Konsum zu leben. Und weil es auch nicht geht, wie viele Klamotten zerschreddert werden. Wir benutzen nur 40% der hergestellten Klamotten, der Rest wird zerschreddert. Auch hier in Salzwedel an der Jeetze-Schule dreht sich eine Woche lang alles um das Thema Nachhaltigkeit. Gibt es eine Alternative zu Massentierhaltung und industrieller Fleischproduktion? Es gibt da sehr viele Sachen, die sich verändern werden. Wir werden uns komplett anders ernähren. Also Insekten, Tofu und Algen, weniger Fleisch essen. Nebenan haben Frieda und Malia ihre eigene Naturkosmetik hergestellt. Salz? Riecht auch gut. Dann haben wir Lippenbalsam gemacht. Das haben wir aus Honig, Bienenwachs, Kakaobutter und Jojobaöl gemacht. Deswegen ist das grün. Das riecht eigentlich auch ganz gut. Ich kann faktisch Unterricht geben in, was ist Nachhaltigkeit? Ich kann Faktenwissen in die Köpfe der Kinder hineinbringen. Das bringt aber niemandem was, denn das Wissen geht so schnell wieder raus, wie es hineingestopft wurde. Es sei denn, wir identifizieren uns damit und machen uns emotional eine Bedeutung und leben das. Die Welt ist zum Verändern da, nicht zum Ertragen. Genau so sieht das Harald Welzer.
Wie soll die Gesellschaft aussehen, in der wir leben wollen? Der Sozialpsychologe und Direktor der Stiftung Futur 2 meint, dass Schüler da klarer sehen als viele Erwachsene. Die Fragestellung, ob ein unendliches Wachstum in einer endlichen Welt möglich ist, das ist etwas, worüber sich vielleicht promovierte Ökonomen nicht klar sind, was die Antwort ist. 9-Jährige, 8-Jährige könnten das ohne weiteres beantworten. Genauso, was es bedeutet, wenn 75% der Biomasse im Bereich Insekten wegfällt. Da können Kinder, glaube ich, präzise abschätzen, was das bedeutet, im Unterschied zu Wirtschaftsmagnaten, die das offensichtlich nicht abschätzen können. Fassen wir zusammen. Es gibt sie schon heute, die Schulen der Zukunft. Orte, die Lust machen auf Lernen und vorbereiten auf das Leben. Was können wir von all diesen Schulen lernen? Weg mit den Wissenskaskaden. Das ist die erste Lektion. Wissen ist überall verfügbar. Wir müssen viel mehr lernen, damit umzugehen. Wir müssen lernen zu lernen. Das macht Lust auf mehr Wissen. Für Innovationen brauchst du immer diese Freiräume, wo du kreativ sein kannst. Brauchst du Mut, auch deine Meinung zu sagen, kritisch zu sein, Mut, selbst zu denken. Wir brauchen Menschen, die sich trauen, ihr Gehirn kreativ zu nutzen. Dafür braucht man Freiheit. So, dafür braucht man Bewegung. Dafür braucht man Möglichkeit, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Also ich muss lebendig sein dürfen, das Gegenteil von dem, was in der Schule heute ist, stillzusitzen. Also ich muss mich sowohl körperlich als auch geistig bewegen dürfen. Ich muss was entdecken dürfen. Und das hat so die Mindset-Wende von du sollst jetzt dies und jenes tun zu ich kann. Ich bin jetzt fit, jetzt will ich mich testen, jetzt kriege ich ein Zertifikat, ein persönliches und dann mache ich weiter. Die zweite Lektion. Weg mit der Konkurrenz. Probleme werden im Team gelöst. Die Starken helfen den Schwachen. Schule als Gemeinschaftsschule und Schulen sind Orte der Musik. Einklang in der Vielfalt, so das Motto. Schule ist natürlich ein wahnsinnig guter Ort dafür, Gemeinschaft in Praxis zu sein. Ja? Also beispielsweise, wie geht man mit Mitschülern um, die in irgendeiner Form eine Einschränkung haben. Ja, müssen die woanders hin oder kann man mit denen gemeinsam lernen? Kann man mit denen gemeinsam spielen? Wir brauchen eine fairere Gesellschaft, eine wahrnehmende und wertschätzendere Gesellschaft. Momentan sind wir genau ins Gegenteil unterwegs durch den Scheißpopulismus. Kann ich nicht anders sagen. Ja, das heißt, wir brauchen Menschen, die eben ein Wertebild vermittelt bekommen. Ein positives und wertschätzendes Wertebild. Was ist mit der sozialen Frage? Wo wird eigentlich besser eingeübt, dass Menschen unabhängig von ihrem Einkommen gleich sind, als in einer funktionierenden Schule? So, und deshalb ist Schule meines Erachtens nach ein prädestinierter Ort von sozialer Praxis. Die dritte Lektion: Schule ist ein Entwicklungslabor für unsere Zukunft. Also Bildung für Nachhaltigkeit. Auf die Stundenpläne gehören die ganz großen Fragen der Menschheit. Wir stecken ja voll drin in riesigen Herausforderungen und Krisen. Wir brauchen Menschen, die sich selbst vertrauen, die lösungsorientiert denken und nicht von Katastrophen erschreckt werden und die Verantwortung übernehmen, die dreifache für sich, für andere und für unseren Planeten. Und eins haben wir überall gesehen. Echte Bildung braucht Vorbilder. Ohne Beziehung kein Vertrauen. Und ohne Vertrauen keine Bildung. Also ja, unsere Schulen sind zu retten. Alles, was wir gesehen haben, passiert nicht außerhalb der Gesellschaft, sondern im Rahmen der gesetzlichen Lehrpläne. Die Schulen haben sich einfach die Freiheit genommen, ihre Träume und Visionen zu leben.